Wir sehen im Grunde genommen eine bittere Pille mit dickem Zuckerüberzug. Aber warum erzählt Bruegel das nicht streng und böse, sondern so unglaublich lustig? Der Zuckerüberzug ist auf den ersten Blick mal die Erfüllung unserer Sehnsüchte. Das, dass man sich gar nicht groß anstrengen muss. Aber was hat es für Folgen? Wir sehen alle drei übergewichtig und faul auf dem Boden liegen. Und das ist sozusagen die bittere Pille. Und der damalige Betrachter hat genau gewusst, das sind eigentlich Todsünden. Ich glaube nicht, dass Bruegel persönlich sich in seinen Bildern aufgeschwungen hat, zum Kritiker seiner Zeit zu werden. Das macht auch keinen Sinn, weil ihn nämlich genau die Wohlhabenden auch beauftragt haben. Was aber sehr wohl eine Rolle spielt, ist natürlich die Reflexion der eigenen Haltung. Und genau darum geht es auch, sich dessen klar zu werden. Was möchte man im Leben bewirken? Was ist sozusagen mein persönlicher Fußabdruck im Leben?